Guten Morgen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Berlin. Mein Chauffeur wird gleich kommen und mich zum Bahnhof fahren. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie die Reise so verläuft. Wir sehen uns. Ich stehe jetzt hier am Zughafen in Rottweil und warte auf die Weiterfahrt nach Schwenningen. Alles sehr schwierig hier auf dem Land mit den Öffnungen. Ich bin jetzt in Schwenningen am Neckar angekommen und mache einen kleinen Fußmarsch zum Zopp. Google Maps meint 8 Minuten. Und da bin ich schon. Natürlich viel zu früh, aber besser als zu spät. Ich sitze jetzt im Bus und der Sitzabstand ist wie Economy Class im Flieger. Tanken und 45 Minuten Fahrerpause im Rasthof kurz vor Augsburg. Das Wetter ist klasse, wunderbar. Finde ich ja mal eine super Sache. Ich dachte schon, ich muss die ganze 12 Stunden im Bus sitzen bleiben. So kann ich mir ein bisschen die Beine vertreten und vor allem die Toilette aufsuchen, denn Bordtoilette muss ich nicht haben. Okay, ich kann es mir ganz knapp verkneifen. So nach 4 Stunden Fahrzeit finde ich es noch ganz lustig. Ich habe eigentlich recht gut Platz. Allerdings sitzt neben mir und hinter mir auch niemand. Allerdings hat der Fahrer schon angekündigt, dass das die einzigste und auch letzte Pause vor Berlin ist. Also nach 1/3 der Fahrzeit, deswegen vertrete ich mir jetzt noch die Beine. Hallihallo, hallöle, ich sitze hier jetzt im Smart Stay Hotel City Berlin. Hatte eine Reisezeit von ungefähr 15 Stunden, davon 13 Stunden Busfahrt. Und bin sehr froh, dass ich jetzt endlich da bin. Ich zeige euch jetzt nochmal mein Hotelzimmer, in dem ich heute Nacht übernachten werde. Das, was hier so blau blinkt, das ist die 360-Grad-Kamera. Mit der habe ich gerade eben das Hotelzimmer fotografiert. Wer die Bilder alle sehen möchte, besucht am besten tetanaut.com oder Twitter @tetanaut. Denn auf dem Account wird es dieses Wochenende sicherlich noch das ein oder andere interessante 360-Grad-Bild geben. Hier noch das Bad. Übrigens, da vorne, wo es so schön rot leuchtet, gibt es morgen mit dem Nils Frühstück. Butterstulle sage ich nur. Vegetarier sollten diesen Post einfach auslassen. Ich gehe jetzt erstmal runter in die Lobby, organisiere mir ein Bier und mache mir einen gemütlichen. Wenn sich nämlich heute einer ein Bier verdient hat, dann bin ich das. Bis später.